Hallöchen, willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy, heute mit Kapitel 2, Infiltration. Ja, Moment mal. Ich glaube, der Vollständigkeit halber, ich habe den Spielstand neu geladen. Oh ne, das Foto ist schon gemacht. Okay, gut. Da ist die Leiter, da hinten vielleicht irgendwas. Gut, dann geht's mal hier hoch. Komm schon, ich helfe dir hoch. Na bitte. Danke. Na? Da, war gar nicht so übel. Und jetzt? Geduld. Ah, da geht's weiter. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Schön vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Na, wie kann ich auf die gegenüberliegende... Achso, ja, jetzt geht's. Gerade eben ist er einfach weitergeklettert. Okay, gut. Ja, ein bisschen vorsichtig sein. Oh, da hinten ist jemand. Ah, da können wir uns sicher abseilen. Ja, lustigerweise konnte ich in Uncharted 4 irgendwann quasi fast den Hauptcharakter nachsprechen. So gleich hat man dann irgendwann gedacht. Und, huch, was ist denn hier los? Ah, okay. Na los, hier entlang. Und ich wollte gerade sagen, hier kann man... Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Ich wollte sagen, hier kann man fast schon vorhersehen, wie es weitergehen wird. Aber ohne den Hinweis hätte ich es hier gerade nicht hinbekommen, so schnell. Verstanden, Cobra 1. Das war nicht okay. Ja, und wohin jetzt? Hoch. Ah, hi. Direkt mal untersuchen. Ein Feuerzeug. Oh. Achso, die Options-Taste. Ja, für mich ist das immer noch die Start-Taste. Militärfeuerzeug. Zwei Schätze haben wir anscheinend schon verpasst. Ja gut, das ist für mich persönlich jetzt nicht unbedingt ein Schatz, aber... Okay. Braucher in ganz, ganz schlimmen Zeiten vielleicht. So, wo könnten wir das denn hinplatzieren? Wir könnten darüber... So, oder wir... Könnten hier aufs Haus, okay. Kann man immerhin mal gucken, wo es dann weitergeht eventuell. Oder einfach hier rüberspringen, okay. Ja gut, die Kletterpassagen, da wird halt ein bisschen farblich ein anderer Ton verwendet. Etwas heller ist es dann. Und dann weiß man, okay, hier geht's weiter. Da müssen wir hin. Aber ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So, jetzt improvisieren wir. Machen wir das nicht schon die ganze Zeit? Okay, nicht runter gucken. Wo willst du hin? Checke nur unsere Optionen. Bleib hier. Okay, da hat noch alles gehalten. Gut. Okay, hoch kann ich nicht. Gehen wir runter. Ich
Ich frage mich, ob Nathan Drake auch mal kurz macht ihrem Ruf alle Ehre. Auftauchen wird. Okay, ich soll es definitiv nicht runterschmeißen, damit sie draufklettern kann. Moment, klettert sie uns hinterher gerade, oder? Kommt sie gerade nicht weiter? Ah, hier runterschmeißen. Okay, klar. Mal los. Bitte aus dem Weg gehen. Oh, Scheiße. Oh. Tut mir leid. Machen wir um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Da vorne. Ah, da ist ein Schatz, oder? Ja. Auch mal direkt untersuchen. Reisetintenfass. Schon wieder was verpasst unterwegs. Alles klar. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei einem Job immer so gesprächig? Ja. Moment mal, sind wir gerade nicht von hier aus hergekommen? Pass auf, über dir. Nein, sind wir nicht. Oh, bei sowas rutscht einem echt das Herz immer in die Hose, ne? Okay, wahrscheinlich darüber einfach nur. Oh, okay, Gott, doch nicht. Ich dachte, da wäre ein Vorsprung rechts. Okay, da kam er runtergerutscht, Pink Lotus. Haben wir da. Und wo geht's jetzt weiter? Es ist direkt über uns. Siehst du? War doch nicht so schwer. Echt nicht. Ich habe übrigens auch das Uncharted-Buch gelesen, das vierte Labyrinth. Sehr, sehr seltsames Coverart. Brauche nur einen Moment. Aber das Buch war eigentlich ganz gut. Kann man sich mal anlesen als Uncharted-Fan. Nummer eins. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Sehr subtil. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Altes Feuerzeug ist zwar ein Schatz, aber
das, was wir hier alles finden, eher nicht, oder was? Oh. Zerstörer und Wandler. Also die Beleuchtung ist halt schon wunderschön, ne? Das wird niemand vermissen. So, und was pickt sie sich aus dem allen aus dem ganzen Zeug raus? Den taktischen Kompass, ja. Aber gut. Man will nicht kleinlich sein. Ich leih mir das mal aus. Fraser. Mhm. Komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mal lange. Moment, erstmal kurz umschauen. Aha, da haben wir was. Das Horn. Und Elfenbeinhändler. Arschloch. Was war das für eine Karte? West Gates, Rysala-Gebiet. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Scheiße. Das war nix. Soll ich's machen? Nein. Vorsicht. Das ist wunderschön. Weg hier! Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Rysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Häusala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Hm. Das heißt also nein? Es klingt nach nein.
Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Na los! Wir müssen über den Fluss! Da sind sie! Schalten sie aus! Okay, jetzt aber schnell hier. Verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts. Über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden. Na los, direkt hinter dir. Den Weg gehen sollen. Also, das ist gefährlich. Spring! Oh nein! Mach dich! Komm schon! Hast du die Scheibe noch? Ja, weiter. Aufpassen! Oh, also echt jetzt! Mach das uns nicht anstellen. Geben einem nicht mal genug Zeit, dass man sich befreit. Da kommt schon der andere. Oh, oh. Oh nein! Ach komm, das waren ein paar Grad. Na komm, so genau wird der Winkel doch auch nicht in den Landstart bemessen, oder? Für sowas. Oh, springe ich in die falsche Richtung? Ach, hier geht's weiter. Okay. In so hektischen Szenen ist die Kameraführung ein bisschen verwirrend. Bei sowas bleibt einem kurz das Herz stehen und verdingt sich sogar völlig runter. Nein, oh. Immer weiter! Verlieren Sie! Das läuft super! Wenigstens regnet es nicht in Strömen. Der Fluss ist direkt unter uns. Und schon den Lichtern runter. Und los geht's! Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häuserler geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in den Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack.
Paganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Schöne Aussicht. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Heusala? Heusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Ja. Ja, Leute. Und damit würde ich sagen, Infiltration abgeschlossen und das, ja, mehr oder minder erfolgreich. Landschaft. Mal ein kurzes Foto schießen, sich das mal anschauen. Da unten haben wir unseren Jeep. Hey, cool. Auch in Uncharted 4 eine sehr große Nummer gewesen. Kurz mal reinzoomen. Das sieht ja wunderschön aus. Ja, muss man den auch einfach mal lassen. Horizon Zero Dawn hat dieses Jahr auch schon optisch einige... ja, Maßstäbe gesetzt und Uncharted steht dem nicht wirklich in etwas nach. Das sieht einfach wunderschön aus. Die Leute von Naughty Dog, die können das aber einfach auch. Ja, Leute, ich würde sagen, das war eine sehr schöne Folge. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gebracht. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn dem so ist. Ansonsten geht's hier nächstes Mal weiter mit Uncharted The Lost Legacy mit Kapitel 3. Heimkehr hieß es, glaube ich. Macht's gut!